Kapitel 12. Wahre Stärke kann man nicht in Macht oder Wissen messen, sondern daran, was man bereit ist, für jene zu tun, die man liebt. Das war ein kurzes Kapitel. Kali, nein! Er atmet noch. Elo, die Gabe, die mir zuteilt ist, gehe auf ihn über. Er bewegt sich. Kleiner Elfe noch nicht tot, aber wo ist böse Herrscherin, die ihm das angetan hat? Ha! Die kleinen Freunde des Elfen denken, sie könnten ihn retten, aber es ist zu spät. Er gehört bereits mir. Nimm zu, Grog. Ihr hättet nicht kommen sollen. Eure Bemühungen waren einigermaßen unterhaltsam, aber letztendlich vergeblich, denn ich bin mächtiger, als ihr es euch vorstellen könnt, und das hier ist die Quelle meiner Macht. Du bist nicht Elo, du bist ein bemitleidenswertes Abbild ihrer Macht und ihres Ruhms. Glaubst du wirklich, ich werde dir beweisen, dass du Unrecht hast? Sieh auf dein Volk und verzweifle. Gepriesen sei Elo! Tod den Ketzern! Sie beten ihre wahre Gottheit an. Komm und verneige dich vor vor deiner wahren Meisterin, Junge. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ah, du hast mich erstochen? Ich habe Wüsten, Gebirge und Ozeane durchquert und habe mit ansehen müssen, wie mein Volk bei jedem Schritt des Weges blutete. Ich bin nicht diesen ganzen Weg gegangen, um jetzt aufzugeben. Ich habe es satt, Junge genannt zu werden. Ich bin Kaleschar, der Anführer meines Volkes, und ich werde dich bis zu meinem letzten Atemzug bekämpfen. Ich befehle dir, mit dieser Narrheit aufzuhören. Niemals! Die Muschelbroschen, die Melusand uns gegeben hat, sie leuchten. Du wirst niemals die Herrschaft über uns erlangen, nicht solange es noch Hoffnung gibt. So sei es denn, ihr entscheidet euch für den Tod, dann sollt ihr ihn von jenen erhalten, die euch am teuersten sind. Tötet die Ungläubigen, lasst niemanden am Leben. Jawohl, Herrin. Kümmert euch nicht um die unseren, wir müssen sie vernichten. Besiegt die falsche Elo. Kali darf nicht sterben und dies ist das letzte Szenario. Okay. Ich habe ja eben gesagt, ich lasse das zusammengeschnitten. Ich lasse das hier noch mit dran geschnitten. Denn das macht keinen Sinn, das auseinanderzuschneiden. Ich meine, Elo kaputt zu schlagen, das dauert jetzt 5 Minütchen. Ja, es dauert jetzt einen Angriff, überlebt die doch nur. So, hier Schritt 1 verlangsamen. Hat nicht geklappt. Warte mal, die ist stärker. Göttliche Inkarnation. Es wird gesagt, dass göttliche Inkarnationen die ähnlichste Erscheinung zu Göttern selbst in dieser Welt sind. Sie können sowohl Ehrfurcht als auch blankes Entsetzen verursachen. Ah, okay. Ich dachte jetzt, er haut zweimal drauf, Ende. Das wär schon witzig. Ihr denkt, ihr habt mich getötet? Ihr wisst nicht im geringsten, womit ihr es zu tun habt. Wer ist sie wirklich? Könnte es Zangor sein? Zurückgekehrt, um ihre Gefangennahme zu rächen? Unsinn! Anders als dieser Dummkopf bin ich über solch kleine Gefühle wie Rache erhaben. Auch verlasse ich mich nicht auf Sterbliche, wenn es darum geht, meinen Willen durchzusetzen. Nein, ich werde euch ganz alleine vernichten. Was ist passiert? Ihr Zauber ist gebrochen, aber ich glaube nicht, dass wir bereits gewonnen haben. Kommt und helft uns. Jawohl, Priesterin. What? Was ist das für ein Ding? Elo, beschütze uns. Verdammt sei Uria, noch mehr Ausgeburten. Ist es überhaupt möglich, dieses Ding zu töten? Es ist riesig. Es muss eine Art Schwachstelle haben. Seht euch all diese pulsierenden Pyramiden an. Ich habe zuerst gedacht, sie sind aus Stein, aber sie scheinen lebendig zu sein. Vielleicht schwächt es die Kreatur, wenn wir sie alle zerstören. Welch schreckliche Gestalten auch erscheinen mögen, wir dürfen nicht aufhören anzugreifen. Wir können jetzt nicht aufhören. Besiegt Jechnagott. Jechnagott, Zentralkörper. Es ist unmöglich, dieses Ding zu beschreiben. Keiner hat je etwas Vergleichbares zu Gesicht bekommen. Okay.
pulsierende Pyramide. Es ist unmöglich, okay. Langweilig. Können die sich bewegen? Der Zentralkörper heilt sich schneller, als wir ihm Schaden zufügen können. Es scheint fast so, als könnten unsere Angriffe keinerlei Schaden anrichten. Wir müssen zu einer anderen Taktik übergehen und das schnell. Was zum Teufel? Die Zentralkreatur hat mich mit irgendetwas Schleimigem getroffen. Es tut weh und ich kann mich nicht bewegen. Okay. Das ist eklig. So. Machen wir es kaputt. So, dieses war der erste komische Körper. Die scheinen auch keine Kontrollzonen aufzubauen, wenn ich das richtig sehe. Aber voll geil, das ist ein Bosskampf. Dass es hier einen Bosskampf gibt, ist heftig. Klar, dass die es schaffen, einen zu töten. Oh je, ich stecke fest. Okay, der kann immer eine Einheit hart verlangsamen. Aber mich zumindest nicht angreifen, solange ich nicht mindestens auf einem Feld Abstand stehe. Alter, wie viele Lichter ich jetzt hier habe. So, okay. Es werden weniger. Grog geht es nicht gut. Oh je, ich stecke fest. Warum er? Warum ausgerechnet er? Warum kommen nur die Meermenschen hier rein? Okay. Haben uns auf jeden Fall ein bisschen besser verschanzt. Oh je, ich stecke fest. Oh toll. Die steht da ja. So, geh mal weg hier. So. Diese kleinen Dinger sind auf jeden Fall das mit Abstand gefährlichste hier. Kommen zum Glück nach und nach mehr Einheiten. Meine Einheiten, die kommen, sind alle Level 3. Höhö. Oh je, ich stecke fest. Und jetzt kommen auch endlich mal die guten Einheiten hier rein. Okay. Einer übrig. Oh je, ich stecke fest. Der kommt rein, steckt fest. Ich denke, wir können jetzt endlich Verletzungen zufügen. Wir müssen den Zentralkörper angreifen, solange er verwundbar bleibt. Okay. Machen wir. Der wird Insta sterben. 16. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Okay. Dann
Beenden wir das hier jetzt. Endlich! Es ist vorbei. Ist Jechnagott wirklich tot? Ja, sie ist tot, Nym. Ich kann es kaum glauben. Seht nur, die falsche Göttin ist besiegt. Elos Macht wird weiter bestehen. Igitt, Grog voller Blut, Gedärme, grässlicher blauer Schleim. Und was auch immer für Kreatur war, riecht tot. Nicht besser als lebendig. Lasst uns hier verschwinden. Puh, geil. Bosskampf. Hat mir gefallen. Epilog. Ich taumelte hinaus ins Tageslicht und konnte noch gar nicht glauben, dass wir gesiegt hatten. Als ich über diese Insel blickte, dauerte es einen Moment, bis ich bemerkte, was sich verändert hatte. Die grauenhafte Dunkelheit war von der Insel gewichen und ich sah eine hell erstrahlende Sonne. Mir kam es so vor, wie das erste Mal seit einer Ewigkeit. Als ich über die hellen, grünen Bäume hinweg zu dem glitzernden Ozean sah, erkannte ich, wie schön dieser Ort einst gewesen sein musste. Einige unserer Gefährteten warteten auf mich, und ich war überglücklich darüber, dass sie nicht länger die willenlosen Sklaven waren, die ich zuvor gesehen hatte. Auch sie hatten sich aus der Verzauberung befreien können. In der Tat, es scheint, dass mit Jechnagots Tod auch all ihre Gefolgsleute zu ihrem ursprünglichen, chaotischen Verhalten zurückgekehrt sind. Glücklicherweise hatten wir bereits die meisten der schändlichen Kreaturen vernichtet, die die Insel bewohnt hatten, und ohne ihre führende Geschlossenheit war es uns ein leichtes, auch die verbleibenden Orks und Untoten auszumerzen. Auch die Naga flohen vor uns und haben uns seither nicht mehr belästigt. Wenigstens dieses Mal scheinen wir vor unmittelbarer Bedrohung sicher zu sein. Ein paar Tage später erschien Melusant selbst und erklärte die Säuberung der Insel für ein Wunder. Wir schlossen einen Pakt zwischen Elfen und Meeresvolk. Wir gelobten feierlich, in Frieden und Wohlstand miteinander zu leben. Melusant pries die Insel und nannte sie Quenot, in Ehrerbietung an unser Volk. Die Meeresbewohner waren uns sehr hilfreich dabei, uns an dieses seltsame Land anzupassen, auch wenn ich mich noch immer nicht daran gewöhnen kann, ständig von Wasser umgeben zu sein. Früher war es kostbarer als Gold. Gleichwohl konnte ich mir kaum einen besseren Ort für mein Volk vorstellen. Mit dem Beutereichtum des Meeres auf der einen und den Früchten des Dschungels auf der anderen Seite haben wir Nahrung im Überfluss. Wir sind vom Chaos auf dem Festland abgeschottet und die Meeresbewohner bewachen die Gewässer. Melusant sagt, diese sei eine Zeit des Friedens und Wohlstands. Ein Teil von mir hätte nicht gedacht, dass wir diese Reise überleben würden. Es gab so viele Dinge, die nur sehr knapp ausgegangen sind. Hierher zu kommen ist fast ein Wunder. Wenn ich nur den Preis vergessen könnte, den wir bezahlen mussten. Hätte ich den Preis von vor Anbeginn unserer Reise gekannt, den wir mit unserem Blut bezahlen mussten, ich weiß nicht, ob ich die Kraft aufgebracht hätte, den ersten Schritt zu machen. Und ich denke, ich hätte wissen müssen, dass meine Freunde mich nicht alleine gegen Jechnagott antreten lassen würden. Nur Elos Führung und einer ganzen Portion Glück ist es zu verdanken, dass keiner von ihnen in dieser blutigen Schlacht ums Leben gekommen ist. Aber so viele andere, mit denen ich aufgewachsen bin, hatten weniger Glück. Warum nur mussten so viele von uns sterben? Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und alles noch einmal versuchen. Auch wenn ich nicht so religiös bin wie Zul, so danke ich Elo dafür, dass Nym diese schreckliche Schlacht in der Schwarzen Zitadelle überlebt hat.
Niemand war enthusiastischer als Nym, als es darum ging, sich an das Leben zwischen den Inseln zu gewöhnen. Sie liebt es zu schwimmen und zwischen den Sandbänken zu segeln, und sie scheint mehr Zeit im Wasser zu verbringen als an Land. Sie liebt das Wasser so sehr, dass ich manchmal denke, sie ist in Wirklichkeit eine Nixe. Ihr helles Lachen und ihre schnelle Auffassungsgabe sind ein tägliches Geschenk für uns. Sie unterhält die Kinder mit fesselnden, wenn auch oft etwas ausgeschmückten Erzählungen unserer großen Reise, und ab und zu, wenn ich etwas mürrisch bin, erinnert sie mich daran, welches Glück es ist, in diesem großartigen Land zu leben. Sie ist der lebende Beweis dafür, dass wir, obwohl wir im Sand geboren wurden, überall fortbestehen können, solange wir nur den Willen zum Überleben haben. Die älteste der überlebenden Elfen, Zuhl, bewegt sich heute langsamer als damals, aber sie hat noch immer dieses Funkeln in ihren Augen. Trotz der Prüfungen auf unserer Reise und der Täuschung durch Jechna Gott hat unser Sieg ihren Glauben nur noch mehr verstärkt, und sie ist noch genauso schnell damit, wie immer alle zu korrigieren, die je Ungläubigkeit an der Macht Elos anklingen lassen. Sie erzählte mir erst vor kurzem, dass all diese Schicksalsschläge und Errungenschaften unserer Reise nur ein Teil von Elos großem Plan für uns gewesen seien und diese neue Heimat nun unsere Belohnung sei. Sie verbringt ihre Zeit jetzt damit, eine neue Generation von Priesterinnen zu unterrichten und damit all die alten Geschichten den Kindern zu erzählen, so dass diese nicht vergessen werden. Sie hat auch damit begonnen, im Dschungel einen Hain für Elo anzulegen, wie es unser Volk in den alten Tagen gemacht hat. Ich bin es noch immer nicht gewohnt, so viele Bäume zu sehen, doch vielleicht ist es so, wie einige sagen, und es ist ein Zeichen dafür, dass Friede und Wohlstand aus der alten Zeit nun wiedergekehrt ist. Indem er mein Leben rettete, hat Grog seine Schuld an mir beglichen. Wir konnten ihn jedoch dazu überreden, noch eine Weile bei uns zu bleiben und an den Feierlichkeiten teilzunehmen, die wir anlässlich unseres großen Sieges abhielten. Wir feierten mehrere Tage hindurch und dankten Elo und dem Gott der Meeresbewohner und erfreuten uns an der reichen Beute und der Schönheit in unserer neuen Heimat. Danach machten wir uns daran, neue Behausungen für unsere Leute zu bauen. Grog half uns bei der Konstruktion, und er war auch derjenige von uns, der am härtesten arbeitete. Doch nach einiger Zeit kam er und sagte, er müsse zu seinem eigenen Volk zurückkehren. Grog sagte, seine Zeit bei uns sei wie ein wundervoller Traum gewesen, und er versprach uns, er würde immer an uns denken, aber sein Volk braucht ihn jetzt und er müsste nach Hause gehen. Er sagte, er wolle eines Tages zurückkehren und uns besuchen, aber ich bezweifle, dass ich ihn in diesem Leben noch einmal sehen werde. Umso mehr halte ich die Erinnerung an ihn und sein Volk in Ehren und werde noch lange seiner standhaften Ergebenheit gedenken und all dessen, das er getan hat, um uns in diesem Kampf zu helfen. So viel ist geschehen, seit wir die Wüste verließen, und wenn ich auf unsere Reise zurückblicke, will ich Garak und sein Opfer nicht vergessen. Ich bezweifle, dass wir es aus der Wüste herausgeschafft hätten, wenn wir nicht seine Stärke und Führung gehabt hätten. Ich erinnere mich daran, wie er immer lächelte, wenn er in den Kampf stürmte, und wie er danach über den Körpern seiner gefallenen Feinde betete, seiner gefallenen Freunde betete. Ich denke manchmal an ihn, begraben im Sand, gemeinsam mit den anderen Kriegern. Ich denke, er wäre stolz auf uns gewesen. Er war ein großartiger Kämpfer und Lehrmeister. Man wird sich lange an ihn erinnern. Zur Schwarzen Zitadelle ist zu sagen, dass wir nach vielen Diskussionen beschlossen, die alten Rituale zur Reinigung von unreinem Land mit Feuer anzuwenden. Wir füllten die komplette Struktur mit Holz und Öl und entzündeten alles. So wollten wir sicher gehen, dass alle Überreste des Befalls von Jechna Gott durch das heilige Feuer gereinigt wurden. Danach rissen wir die Zitadelle ab, Stein für Stein. Ich war versucht, die Steine für andere Bauwerke zu verwenden, aber ich wusste nicht, welche schändliche Magie noch immer darin verborgen war, und wir wollten kein Risiko eingehen. Deshalb transportierten wir die Steine mit Hilfe der Meeresbewohner hinaus aufs Meer und beförderten sie auf den Meeresgrund. Als der letzte Stein weggebracht war, beschlossen wir, dass, egal was wir in der Umgebung bauen würden, diese Stelle unbebaut gelassen werden sollte, als eine Erinnerung an das Böse, das hier einst hauste, und an all jene, die ihr Leben gaben, um es zu vernichten.
Es ist nun einige Jahre her seit den Ereignissen, die ich hier aufschreibe, und ich bin nicht mehr so flink und beweglich, wie ich es einst war. Deshalb denke ich, es ist an der Zeit, dies alles aufzuschreiben, bevor mir etwas zustößt. Mein einziger Wille ist es, dass unsere Nachfahren alle jene nicht vergessen sollen, die dieses Opfer erbracht haben, um eine Zukunft für unser Volk zu ermöglichen. Wenn ich mir die Ruinen längst vergangener Reiche ansehe, so weiß ich, dass die Zeit alles auslöscht. Wir haben so viel über das goldene Zeitalter vergessen. Unsere Geschichte soll nicht dasselbe Schicksal erleiden. Denn solange die Geschichten derer, die jetzt tot sind, noch erzählt werden, bleiben sie auf eine gewisse Weise lebendig und sind noch immer bei uns. Erweist jenen Ehre, die gestorben sind. Gedenkt unserer Fehler, sodass ihr sie nicht wiederholt. Und am wichtigsten, schätzt jeden einzelnen Tag, denn er ist ein Geschenk von uns an euch. Hey Kali, wie geht's voran mit dem Schreiben? Eigentlich bin ich gerade fertig geworden. Du hast mehrere Monate daran gearbeitet, ich bin beeindruckt. Ja, es ist ein gutes Gefühl, endlich fertig zu sein. Nun, dein Timing war perfekt. Zul widmet Elo gerade den neuen Hain und du kannst dir denken, dass es danach eine große Feier geben wird. Ich denke, das wollen wir nicht versäumen. Ich frage mich, ob wir noch etwas von dem Wein von letztem Jahr übrig haben. Lass es uns herausfinden. Komm jetzt! Ende. Ja, das war The Battle for Westnoth unter brennenden Sonnen und das war Let's Play The Battle for Westnoth. Wir sind am Ende. Das war die allerletzte Kampagne und ich glaube, man hat gemerkt, warum ich sie als letztes gespielt habe. Ich habe mich an das Ende überhaupt nicht mehr erinnert. Das komische, matschige Zentralkörperding, ich wusste gar nicht mehr, dass das existiert. Okay, aber interessant, das wieder rausgefunden zu haben. Ja, auf jeden Fall ist es klar, dass ich mir die zum Ende aufgehoben habe, weil zum einen, es spielt sich völlig anders als das normale Westnoth. Man muss tatsächlich wirklich darauf achten, jede einzelne Einheit zu kämpfen und dass wirklich jede einzelne Einheit überlebt, um da irgendwie durchzurutschen. Und ich muss sagen, es ist allerdings dadurch auch mit einer der geilsten Kampagnen und der besten Kampagnen in Westnoth. Und eine der besten Rundenstrategiespiel-Serien, sage ich mal, wenn man jetzt die unter brennenden Sonnen als ein einzelnes Spiel betrachten würde, das würde für ein komplettes Spiel ausreichen. Die Geschichte super gut erzählt. Ich finde, den Schreibstil hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut rübergebracht. Falls irgendwer Vorschläge oder Tipps und so hat, gerne in die Kommentare übrigens. Ja, und das war jetzt unter brennenden Sonnen. Deshalb beziehe ich mich erstmal auf die Kampagne. Ich rede jetzt noch eine ganze Weile. Also wer das nicht interessiert, der kann irgendwie, keine Ahnung, ans Ende springen. Vielleicht sage ich da noch irgendwas Interessantes. Aber ansonsten, ja, unter brennenden Sonnen, Story, klasse, die ganze Charakterentwicklung. Mit der Flucht am Anfang und dem finde ich super gut erzählt. Ich glaube, wenn man sich an das, vor allem, es lohnt sich auch, die Kampagne nochmal zu spielen, weil mich interessiert zum Beispiel, wenn man sich mit den Zwergen verbündet. Ich glaube nämlich, dann würde man die Feuermagierin behalten und dafür den Troll nicht dabei haben. Was natürlich ein bisschen unfair ist, weil so ein Großmagier ist schon mal besser als so ein Kriegstroll, aber man kann ja nicht alles haben. Ansonsten extrem schwierig gewesen. Und was mir sehr gut gefällt, wird am ganz am Anfang ja gesagt, dass die Kampagne eher Rollenspielelemente macht. Zum einen skillbarer Held, das ist richtig cool, den da durchzuziehen und den dann so nach seinen Vorlieben anpassen zu können. Da ist man nicht mehr so auf die Standardeinheiten angewiesen. Finde ich gut, gefällt mir. Und ja, mit den wechselnden Missionszielen und es ist ja nie langweilig geworden. Normalerweise beim Standard-Battle for Westnoth ist in 90% der Fälle Missionsziel, vernichte alle feindlichen Anführer. Und das war hier im Prinzip nie so. Flieh durch die Wüste, dann mit Verdursten hier, wo man dann eine andere Taktik haben muss.
dann irgendwelche Ausgänge erreichen. Okay, recht häufig müssen wir durch irgendwelche Karten. Dann vor dem Wasser fliehen. Das war nochmal was ganz anderes, wo dann immer, wo man in verschiedene Räume reingeht, nochmal neues Wasser nachkommt und man wirklich so gerade so nur irgendwie da durchkommt, ohne dass eine Einheit ersäuft. Wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. Also Hut ab vor den Leuten, die diese Kampagne programmiert, geschrieben und geskriptet haben. Das ist wirklich phänomenal, dass es diese Kampagne gibt. Und ich hoffe, es wird irgendwann noch mal mehr in der Richtung geben. Sollte es, das kann ich am Ende noch mal sagen. Das bezieht sich nicht zur Kampagne. Ja, und hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ein paar Entscheidungen würde ich gerne noch mal anders machen, um zu gucken, was dann passiert. Es lohnt sich auf jeden Fall, das selber zu spielen. Es ist viel zu lesen. Das ist vielleicht der einzige Nachteil, dass man wirklich in diesen Zwischensequenzen, wo ich da 40 Minuten am Stück jetzt vorgelesen habe, das ist sehr lang. Also, da wäre es vielleicht schöner, da irgendwie das ein bisschen anders zu handhaben. Ich war, obwohl, ja, die Sache ist halt, Voice gibt's halt nicht und wird auch irgendwie nicht wirklich passen dazu. Also, ich wüsste nicht, wie man es anders lösen kann. Und wenn man aber kein Problem damit hat, auch zwischendurch mal ein paar Minuten lang nur am Lesen zu sein, dann ist es kein Problem. Und ich habe eigentlich kein Problem mit der Textform. Ich finde die auch ziemlich gut. Ich versuche mich immer mit der Stimme dann so ein bisschen rein, also wenn die zum Beispiel traurig sind, dann so eine bebende Stimme zu machen und so, das ist ein bisschen schwierig. Aber naja. Ja, brennenden Sonnen abgeschlossen. Aber mit unter brennenden Sonnen haben wir auch die letzte Kampagne abgeschlossen. Und damit ist Battle for Westnord zu Ende. Nach über 300, es müssten jetzt, glaube ich, über 300 Folgen sein mit der hier. Also es kann gut sein, dass ich jetzt hier über 300 Folgen Battle for Westnord habe. Über 100 Stunden Spielzeit und das für ein Spiel, das völlig umsonst ist. Und das muss, also völlig kostenlos für jeden. Quellcode ist auch offen, sodass jeder damit rumbasteln kann, wenn er möchte. Und ich muss sagen, das ist schon, es kommt schon einem Triple-A-Spiel sehr, sehr nah. Und noch dazu muss man ja sagen, dass das Spiel ja seit über 10 Jahren auch entwickelt wird und es gibt immer mal wieder neue Updates. Es gab jetzt letztens im März hier, März dieses Jahr, also März 2016, falls man es später guckt, gab es noch ein Update für Battle for Westnord und es gibt regelmäßig Updates und irgendwie so Sachen. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Also Battle for Westnord ist tatsächlich mit eins der ausgereiftesten und besten kostenlosen Spiele, die ich kenne. Das ist, also da können Early Access Titel und alle können da meilenweit nicht mithalten, wie weit Battle for Westnord da schon ist. Es funktioniert alles, es gibt nahezu keine Bugs, die irgendwas kaputt machen würden. Ich habe einen Bug im ganzen Spiel gefunden. Aber ansonsten keine Bugs, kein gar nichts. Und es läuft einfach, es ist gut erzählt, ab und zu vielleicht mal ein Tippfehler, aber das passiert. Ich meine, normal gibt es das in den Untertiteln bei den anderen Spielen wahrscheinlich auch, es fällt halt nur keinem auf. Ja, und das für kein Geld zu bekommen, ist eine Wahnsinnsleistung. Also Hut ab vor allen, die Battle for Westnord entwickelt haben und entwickeln werden. Wahnsinnig gute Arbeit. Und ich kann an dieser Stelle auch versprechen, sollte es jemals irgendwann, solange ich YouTube noch mache, keine Ahnung, also in den nächsten, je nachdem wie lange ich lebe, 70 Jahre, was weiß ich, noch irgendwann neue Kampagnen für Battle for Westnord geben, dann werde ich die auf jeden Fall auch spielen und auf jeden Fall Let's Playen und dann auch blind, also ohne, also dann werde ich direkt in der ersten Aufnahme, weil das hat ja vorher alles schon mal gespielt, irgendwo, aber ich hoffe, es gibt irgendwann noch mal neue Kampagnen. Ich kann es mir gut vorstellen, weil es gibt so viele Enden, wo man an dieser Geschichte ansetzen könnte und noch Sachen erzählen. Und man kann sich auch was völlig Neues, könnte man sogar machen und auf der grünen Insel erzählen, was denn da noch so passiert ist, wo die ganze Story begonnen hat. Wir beim nächsten Punkt werden die Storyline, das ist das, was ich, glaube ich, in der ersten Folge gesagt habe, auch, was mir bei Battle for Westnord so unglaublich gut gefällt, die ganzen Geschichten verzahnen sich ineinander. Jede Geschichte berührt die andere, greift Orte auf, die letzte hier jetzt nicht so, weil die ein paar ziemlich weit danach spielt, gut außer der Insel.
Aber ansonsten halt, es verzahnt sich alles ineinander. Man weiß, wie sind die Menschen nach Westnoth gekommen. Dann weiß man, wie Westnoth gegründet wurde. Der Fall von Westnoth. Jetzt weiß man, wie Westnoth und Westmeer, also das Reich der Elfen und das Reich der Menschen, geendet sind. Also wirklich Hut ab. Hut, alle Hüte, die ich besitze, ab. So, da laufen gerade die Leute, die unter brennenden Sonnen gemacht haben, durch. Ja, Programmierung sind. Boah, Programmierung ist mit Abstand das meiste. Okay. Ja, gut, es musste auch, glaube ich, viel dafür programmiert werden, dass das alles funktioniert mit den ganzen Triggern und verschiedenen Sachen und verschiedenen Missionszielen und so. Das kann ich mir vorstellen, dass das echt lange dauert. Naja. Also auf jeden Fall, wenn es neue Kampagnen gibt, werde ich sie spielen. Es kann sein, dass jetzt sogar je nach noch die ein oder andere Folge Battle for Westnoth kommt, wo ich vielleicht nochmal auf den Map-Editor oder so eingehe. Das muss ich gucken, weil der Map-Editor wurde irgendwie grundüberarbeitet. Ich kenne mich in dem überhaupt nicht mehr aus. Das Online, den Online-Aspekt, man kann das auch online gegeneinander spielen. Den muss ich mir auch nochmal angucken. Da weiß ich jetzt nicht so direkt, ob da wie das aussieht. Ja, aber ansonsten, es bleibt nur noch zu sagen, ja, damit endet tatsächlich. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Na, fast ein Jahr lang habe ich jetzt gab es jetzt jeden Tag eine Folge Battle for Westnoth. Beziehungsweise, ja, ein Jahr lang kann man sagen, wenn man die Special und so noch mit reinzählt und die längeren Folgen. Ja, und damit endet tatsächlich mein erstes Let's Play. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe in der Zeit drei, vier, fünf, nee. Ich habe in der Zeit noch, doch, ich habe in der Zeit 4, 5, 6 andere Let's Plays zwar schon aufgenommen und beendet, aber Battle for Westnoth war jetzt das erste Solo-Let's Play, was ich angefangen habe aufzunehmen und hochzuladen. Danach zusammen mit Trine 1. Und ich muss sagen, es hat lange, lange vorgehalten. Und ich bin begeistert. Also es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich denke mal, man wird, glaube ich, im Laufe des Let's Plays von Folge 1 auf Folge, was auch immer das jetzt hier wird, sehen, dass das mit dem Reden an mir ein bisschen besser wird. Aber ansonsten, wenn irgendwer noch Tipps für mich hat, immer gerne in die Kommentare. Freue ich mich drüber. Falls jemals irgendjemand es geschafft hat, alle Folgen Battle for Westnoth, die ich hochgehauen habe, sich anzugucken. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich ziehe den Hut vor euch. Ich knie nieder. Könnt ihr gerne auch mal schreiben, falls ihr es tatsächlich gemacht habt. Es würde mich echt interessieren, ob das jemals in 100 Jahren jemand durchguckt. Das sind ja über 100 Stunden. Aber egal. Ich bedanke mich an dieser Stelle dann. Ein letztes Mal fürs Zusehen bei Battle for Westnoth und ein letztes Mal sage ich, ja, bis zum nächsten Mal kann ich ja gar nicht sagen, stimmt. Ja, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder, vielleicht noch bei ein, zwei Folgefolgen von Battle for Westnoth, aber das weiß ich noch nicht, wann und ob die kommen. Das muss ich erstmal gucken. Und vielen Dank fürs Dabeisein, es war mir eine Ehre und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.